So, dann haben wir da die Kostenfunktion, die ist eben angegeben, dritten Grades, gleich wieder bitte richtig skalieren. Wir merken, die Fixkosten sind irgendwo bei 5780. Also sollte natürlich auch die Funktion bei 5780 erst losgehen. Und dann sieht man wieder diesen typischen Verlauf dritten, einer Polynomfunktion dritten Grades. So ein leichtes S, je weiter man rausnimmt, desto besser sieht man es. Wobei für uns nur der positive Bereich interessant ist. Das erste, was wir uns da ausrechnen sollen, ist die Kostenkehre zu berechnen. Ja, die kann ich sogar grafisch fast ablesen. Die Kostenkehre ist dort, wo aus einer degressiven Orientierung eine progressive Krümmung wird. Jetzt habe ich es eh schon verraten, Krümmung, das, was man immer mit der zweiten Ableitung berechnet. Also da irgendwie erinnern, wird es von einer Links- in einer Rechtskurve gehen oder in dem Fall von einer Rechtskurve in einer Linkskurve. Merken tut man sich nur mal Folgendes, okay, zweite Ableitung müssen normalerweise 0 gesetzt werden und so weiter und so fort, aber es ist ja nichts anderes als der Wendepunkt. Nachdem wir nur Polynomfunktionen da haben, kann ich mit Wendepunkt von der Kostenfunktion das mit einem Befehl sofort lösen und braucht gar nicht irgendwie großartig da Funktionen ableiten und 0 setzen. Der Punkt A, ich tue ihn vielleicht umbenennen, indem ich einfach gleich dazu sage, das ist die Kostenkehre, hat eben die Koordinaten 30 und 9140, bedeutet bis zum Wert 30, bis zu einer Produktion von 30, ist die Kostenfunktion degressiv. Sie wächst zwar nur, aber es hat eine leichte Rechtskrümmung und ab dem Zeitpunkt ist es positiv gekrümmt, also eine Linkskrümmung. Deswegen schaut man sich die Kostenkehre an. So wie es letzte Mal schon erwähnt, bei der Kostenkehre ist die Steigung am geringsten von der Funktion. Das ist eben das Interessante. Das heißt, dort werden wir auch mit den Grenzkosten eine interessante Eigenschaft finden. Beispiel A wäre gelöst. Die Kostenkehre haben wir so berechnet. Das ist, wie gesagt, wirklich nur ein Befehl, weil es eben der Wendepunkt ist. Trotzdem vielleicht im Hinterkopf halten, ja, wie würde das berechnet werden? Zweite Ableitung hernehmen und diese dann 0 setzen und die Gleichung dann lösen. Nächste Sache, bestimme die Durchschnittskosten und Grenzkosten in der Kostenkehre. Jetzt brauchen wir einmal die Durchschnittskosten. Das haben wir gerade vorher gehabt, das haben wir als K-Quer bezeichnet, deswegen definieren wir das nochmal geschwind. Ihr könnt das als K-Durchschnitt oder irgendwie bezeichnen, aber immer diese Bezeichnung K-Quer ist eigentlich auch in der gesamten Schulbücher und überall kommt es vor. Das sind die Kosten von x durch x. Durchschnittskosten. 10 Stück durch 10. 100 durch 100, x Stück durch x. Jetzt machen wir es alles in eine Grafik rein. Die schauen so aus, die Durchschnittskosten. Wir sollen die Kosten, die Durchschnittskosten in der Kostenkehre bestimmen. Das heißt, was kostet mir denn das an der Stelle von der Kostenkehre, das heißt k quer. Die Kostenkehre ist an der Stelle 30, also rechnen wir uns aus, was kostet das an der Stelle 30. Deswegen habe ich da die Funktion k quer, mit der ich dann weiterrechnen kann. Mit was? K quer ist nur die durch x durchdividiert, ganz einfach. Die Stückkosten, Durchschnittskosten an der Stelle 30 ergeben 304,67. Wieder zum Interpretieren, was bedeutet das an der Stelle, wo die Kostenkehre ist, kann ich ganz schön nach unten gehen, habe ich irgendwas von 304,67 als Durchschnittskosten. Würde ich an der Stelle eben Stückkosten betrachten, haben wir da eben 304,67 von mir aus Euro. Genauso soll man bestimmen die Grenzkosten in der Kostenkehre. Das ist einfach ein Begriff, das ist so wie ein Vokabelheft, dass ich wissen muss, was heißt Grenzkosten. Nur mal zur Erinnerung,
Das war die erste Ableitung von der Kostenfunktion. Also K', ich tue es jetzt gar nicht zeichnen, sondern würde einfach K' an der Stelle 30 mir ausrichten. Wir wissen, dass dort eine Steigung ist und diese Steigung nennt sich eben Grenzkosten. 103 betragen wir. So. Wer möchte, kann das ja noch kurz umbenennen. Das sind die Grenzkosten in der Kostenkehre und das waren die Durchschnittskosten in Kostenkehre. Ohne Leerzeichen, weil sonst nimmt das nicht. Das ist nur geschwind umbenannt, damit man klar herauslesen kann, was das da bedeutet. Wenn Sie das dokumentiert, können Sie es ja einfach auch mit der Hand so hinschreiben. Und es wäre B eigentlich ohne Probleme gelöst, nur mal im Hinterkopf immer mitdenken, was wir da machen. K quer an der Stelle 30 bedeutet Durchschnittskosten an der Stelle, die Kostenkehre ist berechnet und Grenzkosten ist K' an der Stelle 30, das war gefragt. Jetzt sollen wir das Betriebsoptimum berechnen. Wieder eine Wiederholung von vorhin. Betriebsoptimum ist jener Wert, wo eben ein Minimum vorliegt. Ich tue das ein bisschen noch skalieren, dann sieht man es ein bisschen besser, dass tatsächlich hier ein Minimum der Durchschnittskostenfunktion von K quer vorliegt. Ja. Der negative Teil interessiert mich da gar nicht, nur da wird es ungefähr sein, so irgendwo bei 80 oder vielleicht da noch ein bisschen weiter rüben. Also suchen wir einfach das Minimum der Durchschnittskostenfunktion K quer irgendwo zwischen, ich tue jetzt mal 40 und 160. Dank Computer müssen wir das nicht ableiten und 0 setzen und diese komische Gleichung lösen. Erinnert nur daran, dass die Ableitung von solchen gebrochen rationalen Funktionen gar nicht so einfach ist händisch. Da brauche ich ja Quotientenregel und dann muss man auch noch eine Gleichung lösen, die in dem Fall wird sogar eine Gleichung gerade herauskommen, was händisch schon sehr, sehr schwierig ist. Das Minimum ist aber der Befehl, der uns da gleich weiterhilft und wir kriegen an der Stelle 85 das Minimum der Durchschnittskosten und das haben wir eben gerade vorher auch benannt, deswegen nenne ich es auch jetzt um Betriebsoptimum. An der Stelle befindet sich das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze 193,75. Ist da auch noch irgendwo vorhanden. Nur über den Befehl Minimum, dahinter steckt ja genau das, was das entscheidende, was der entscheidende Gedanke ist. Ich suche die minimalen Stückkosten. An der Stelle 85 passiert das, also ist das Betriebsoptimum, schreibst du dann eh noch alles auf, an der Stelle 85, ermittle die Durchschnitts- und die Grenzkosten im Betriebsoptimum, also auch genau dasselbe wieder, die Durchschnitts- und Grenzkosten, wie wir vorher für die Kostenkehre gemacht haben, machen wir jetzt eben genauso für das Betriebsoptimum. Kosten quer an der Stelle 85, geben eben die Durchschnittskosten im Betriebsoptimum an. Die hätten wir ja gleich da auch herauslesen können, 193,75, ich tue es aber nochmal geschwind. Nimmt man eben auch Betriebsoptimum. Langfristige Preisuntergrenze und die die Grenzkosten im Betriebsoptimum sollte man auch nochmal geschwind ausrechnen. Die Grenzkosten sind K' an der Stelle 85, da wo wir das Betriebsoptimum haben. Kommt vielleicht etwas überraschend oder auch nicht der gleiche Wert heraus. Schreibt das da auch noch dazu, was wir da gerade gemacht haben. Das sind die Grenzkosten im Betriebsoptimum.
der Grenzkosten noch ein bisschen was zum Überlegen. Grenzkosten bedeutet, was mir ein Stück mehr kostet, kommt man irgendwie so sagen, oder eine Einheit irgendwie mehr kostet in der Produktion. Und somit ist es eigentlich nicht verwunderlich, oder sollte es nicht verwunderlich sein, warum das Grenzkosten im Betriebsoptimum und die Durchschnittskosten im Betriebsoptimum gleich sind. Das ist eine vollkommen logische Sache. Wenn ich minimal um 193,75 Euro pro Stück produzieren kann, dann bedeutet das, dass wenn ich ein Stück mehr produziere, mir das genau die 193,75 im Grenzfall eben mehr kostet. Also das ist kein Zufall, sondern das ist wirklich immer so, dass die Grenzkosten im Betriebsoptimum genau die Durchschnittskosten im Betriebsoptimum sind. Muss immer so sein. Grafisch konnte man das folgendermaßen interpretieren, aber bitte jetzt nicht mitmachen, sondern nur zuschauen. Ich suche mir nur den Punkt, der die Koordinaten 85 vom Betriebsoptimum und die Kosten von 85 hat. Das ist genau der Punkt. Und der Punkt hat eine grafische, eine geometrische nette Eigenschaft. Und zwar, wenn ich eine Gerade von da, vom Ursprung weg, deswegen habe ich jetzt da hergeklickt, durch den Punkt da durchlege, dann ist das nicht nur zufälligerweise so, sondern ist es tatsächlich immer so, dass das eine Tangente an die Kostenfunktion ist. Die Tangente an die Kostenfunktion aus dem Ursprung heraus liefert man genau den Punkt, wo das Betriebsoptimum ist. Das ist eine grafische Methode, wie man das Betriebsoptimum bestimmt. Wenn ich eine Kostenfunktion irgendwie habe, kann ich ganz schnell mit der Tangente Betriebsoptimum außerzeichnen, sozusagen. Ja. Das ist eine Variante, warum ich das heute geschwind gemacht habe, weil es ab und zu nämlich auch in so Fragestellungen vorkommt. Erklären Sie, wie man aus der Kostenfunktion allein das Betriebsoptimum herausfinden kann, zeichnen kann. Für uns soll es eigentlich nur ein Zusatz sein, das Rechnen mit dem Computer vereinfacht die Sachen wahnsinnig schnell. Wichtig ist immer nur, merken die Begrifflichkeiten. Das kann uns kein Computer abnehmen. Ihr müsst euch merken, Grenzkosten hat irgendwas mit erster Ableitung zu tun. Betriebsoptimum, da muss ich im Kopf schon rauschen. Ah ja, genau, das ist das Minimum der Stückkosten. Die Stückkosten sind die Durchschnittskosten, also Kx durch x. Das sind Dinge, die müssen gelernt werden einfach. Das ist einfach eine Sache, die man wissen muss. Gut, ich schreibe noch geschwind die Antworten auf und dann werden wir das Ganze noch gescheit dokumentieren. Also die Kostenkehre, das war jetzt das Beispiel 6,65, glaube ich, oder 56. Da werden wir das noch kurz geschwind dokumentieren. Mit einem großen Screenshot. Ist das eigentlich alles sauber mitkopiert. Okay.